Okay, da sind schon die ersten Leute gestorben. Ja, morgen zusammen. Ich muss gerade mal so ein bisschen durchatmen. Bin gerade gefilmt worden von einem netten Polizisten. Dann habe ich gefragt, warum. Ja, weil ich so aggressiv wäre zu seinen Kollegen. Das würde auch noch Folgen haben. Ich bin gespannt. Ich war unten in der U-Bahn-Station und habe mir angeguckt, was da passiert. Wie da Leute nicht aus der U-Bahn-Station dürfen, die keine Eintrittskarte haben. Hier wird das Versammlungsrecht massiv gestört und gefährdet. Es fängt schon an mit diesem Platz, den wir hier haben. Ich finde das toll, dass wir hier sind. Wir waren in den letzten Jahren aber immer da und da gehören wir hin. Ich weiß nicht, warum das nicht möglich ist, aber das zeigt ein bisschen, worum es geht. Und wir müssen einfach dafür kämpfen, dass wir wieder dahin kommen und in die Halle kommen. Und wir müssen viel mehr Druck machen auf der Straße, in der Jahreshauptversammlung, im Wald und in den Dörfern und diesem Wahnsinn ein Ende machen. Was ist das für eine Politik, was ist das für ein Konzern, der von vielen, vielen Hundertschaften der Polizei geschützt werden muss? Die Polizei wird schon wieder missbraucht für eine völlig verfehlte Politik. Wir brauchen politische Entscheidungen und zwar nicht irgendwann, sondern jetzt, morgen oder übermorgen. Wo sind Sie denn, Herr Laschet, Herr Altmaier, Frau Schulze? Macht endlich was, stoppt diesen Wahnsinn! Und während wir hier stehen, das macht mich so wütend, während wir hier stehen, stehen die ersten Bagger 120 Meter vor den Bäumen des Hambacher Waldes und baggern weiter. RWE hält sich an die Abmachung, sie roden nicht, aber sie machen den Wald jetzt so kaputt. Und es ist höchste Zeit, dass jemand Stopp sagt, Gerichte oder Politik oder wer auch immer. Und wir werden es gleich in der Halle auch laut und deutlich sagen und es muss in die Welt. Und deswegen kommt bitte nächste Woche Sonntag am 12. Mai zum Hambacher Forst. Kommt zum Waldspaziergang, kommt zur roten Linie. Und wenn ich die Fotografen und Presseleute sehe, kommt dahin und zeigt der Welt, was da passiert. Lasst euch nicht einlullen. Es werden Tatsachen geschaffen. Jeden Tag. Die Anlage funktioniert mäßig. Okay, Technik versagt ein bisschen. Friday for Future kommen. Und das ist das. Ich bin sehr wütend, ich bin sehr deprimiert oft. Aber wenn ich sehe, was jetzt passiert in den Städten, in Deutschland, in Europa, auf der Welt, die jungen Leute gehen auf die Straße. Und wenn es diese Generation im Bundestag, im Landtag und bei RWE nicht schafft, dann schaffen es vielleicht die Fridays for Future. Danke dafür für den Einsatz. Kommt alle wieder und hört nicht auf mit dem Druck. Macht dem Wahnsinn ein Ende. Danke.